Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja. Wir chillen hier so ein bisschen. Nein, wir wollen ein bisschen was arbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, wir müssen die Wege weitermachen. Und ich glaube, wir hatten ja hier hinten den einen angefangen. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Ah ja, da hinten. Ja, nehmen wir doch mal die Fliege. Geht ein bisschen gemütlicher. Also, wir haben da hinten einen Weg angefangen. Der soll ja als Weg, Farmbereich hier hinten entstehen. Mit einer Hütte, irgendwas, wie auch immer. Dann soll hier mittig einen Weg, also der macht hier eine Kurve und geht bis zum Sandkasten und vom Sandkasten einmal hier mittig zum Holzlager. Und von dort aus soll es rübergehen nochmal zur Kohle. Weil. Oder beziehungsweise erstmal zum Picknicktisch. Vom Picknicktisch machen wir uns dann rüber zur Kohle und da hinten wird eine reine Aschezementproduktion entstehen. So, dann habt ihr es im Thumbnail vielleicht schon gesehen. Wusstet ihr, dass die Fliege auch als Geist möglich ist? Das ist mir jetzt so vorher, weil ich hier abgeflogen bin und mal gucken wollte, was noch offene Baustellen sind. Ist mir das aufgefallen, dass unten jetzt C Geister umschalten steht. Und was das zu bedeuten hat, ist ganz easy. Ich kann ja mal versuchen, hier reinzufliegen und ihr werdet merken, es funktioniert nicht. Aber wenn ihr die Fliege als Geist schaltet, könnt ihr durch alle Strukturen durchfliegen und werdet nirgends gehindert. Das ist sehr, sehr, sehr geil beim Bauen, beim Verstecken spielen oder so ähnlich. Oh, da ist eine Feder. Brauchen wir aber eigentlich noch nicht. So. Also, Priorität wäre es, den Weg jetzt durchzuballern. Das heißt, wir müssen tonnenweise Grasplatten kloppen. Ich hätte halt liebend gern schon die Spinne platt gemacht. Damit wir die am besten wegsprengen können, weil das geht ein bisschen schneller. Das heißt, wir machen jetzt 1, 2 Tage lang, werden wir wahrscheinlich hier an dem Weg hängen. Je nachdem, ich muss mal gucken, was ich offscreen heute noch hinbekomme. Dass wir so langsam hier die Gebäude, die ersten, machen können. Weil ich habe mir überlegt, es soll ja irgendwann eine fliegende Stadt werden. Und da ist es halt wirklich sinnvoll, wenn wir erstmal überall Lagermöglichkeiten haben. Weil wenn ich jetzt anfange, hier vorne irgendwelche Holzhütten zu bauen, kann ich überlegen, wo ich auf Schnelle mein Holz, also eventuell von dort rüberkarre oder wie auch immer. Deswegen will ich fertige Holzlager haben. Und nochmal getrennt Produktionsstätten. Das heißt, wenn ich Ton, Rost und Zementkram habe, das wird alles da vorne produziert. Dass, wenn ich irgendwas Spezielles zu bauen habe, ich glaube, das habe ich vor einem halben Jahr schon mal erzählt, dass, wenn ich irgendwie, was weiß ich, baue ich ein Gebäude aus Pilzziegeln, kann ich sie aus dem Lager entnehmen, verbaue ich rein Aschezement, mache ich das aus dem Lager. So gibt es auch hier nicht den Durcheinander, dass ich mir die Pilzmaterialien für Aschezement verballer. Oder umgekehrt. Oder Ton verballer. Oder was auch immer. Okay. Ich denke mal, genug gebabbelt. Das wollte ich jetzt auch mal. Ach, ne, die Tiere lassen ja die Fliege eh in Ruhe. Ich wollte gerade gucken, ob die Fliege auch ignoriert wird im Geistmodus. Aber wir werden ja eh nicht angegriffen. Das heißt, für uns, wir ziehen uns. Nichts an. Macht schon mal Sinn. Weil wir müssen ja eigentlich nur kloppen. Die Fliege macht den Rest. Das heißt, wir kloppen eigentlich jetzt nur schnell alles klitzeklein. Und die Fliege fliegt. Wobei. Wobei, wir könnten immer ein Lager füllen. Und bevor ich 200 Mal mit der Fliege fliege, wir können ja auch, ach, das Lager mit der Fliege verschieben. Das heißt, dann nehmen wir uns das Lager einfach wieder mit, verbauen schnell die Sachen und so sollten wir, glaube ich, recht zügig durchkommen. Dann brauche ich aber nochmal mein Amulett, dass wir die Kiste auch schnell gefüllt haben. Sollte ich nicht vergessen. Und dann haben wir schon wieder 17 Uhr. Das heißt, bald wieder dunkel. Super. Doch, Schleppkapazität.
So. Es reicht das Amulett. Wir haben ja noch die Mutation, die nehmen wir noch mit rein. Das heißt, wir nehmen den raus. Den rein. Und dann werden wir erstmal Gras hacken. Ganz viel Gras hacken. Lieber mehr als zu wenig, ne? Aber ihr seht schon, mit der Axt geht es mit einem Schlag. Ratzfatz. Ich denke, so können wir arbeiten. Der Nachteil bei der Bombe ist halt, dass die Grasstängel mit kaputt gehen. Das heißt, dann hätte man wahrscheinlich das Problem, dass irgendwann kein Gras mehr nachwächst. Und gerade hier vorne an der Zone ist das nicht sehr produktiv. So, und dann wird es verschiedene Häuser geben. Vielleicht auch einen kleinen Marktplatz oder irgendwas, aber alles so in luftiger Höhe. Müssen wir mal gucken, dass wir auch ein bisschen Höhenunterschiede mit einbauen. Dass es auch ein bisschen natürlich dann aussieht. Nicht, dass wir am Schluss eine glatte Platte haben, wo dann Haus für Haus nebeneinander steht. Da wollen wir schon gucken, vielleicht auch optisch ein paar Wege mit reingebastelt und wie auch immer. Kriegen wir hin. So, und dann zum Thema Gebäude habe ich mir überlegt, das wird wahrscheinlich sich alles ein bisschen länger diesmal hinziehen. Also es wird nicht so sein mit schnell Blaupausen setzen, Haus gebaut und fertig. Weil ich würde auch ganz gern mit den neuen Baumaterialien so ein bisschen rumprobieren. Also wir haben ja jetzt auch Viertelteile, halbe Teile. Da kann man auch so ein bisschen optisch was machen und so ein bisschen was rausholen. Und das würde ich ganz gern hier ein bisschen rumprobieren. Das heißt, es kann passieren, dass wir wirklich 1-2 Tage an so einem Haus dranhängen, bis es dann auch wirklich optimal perfekt fertig ist. Aber dann haben wir irgendwie, ja, ich würde schon fast behaupten, ein Meisterstück da stehen. Weil das Schöne ist, man kann mir den ganzen Bauteilen jetzt auch ein bisschen Tiefe rausholen. Da werde ich euch so ein paar Bautricks zeigen. So die nächsten Folgen. Die mir sich so über damals über Minecraft angewöhnt hat. Aber werdet ihr sehen. So, jetzt guckt mal, wie viel Gras wir in kurzer Zeit zusammengekloppt haben. Ich finde das mit der Geisterfliege geil. Das ist wirklich cool gemacht. Jetzt fehlt mir noch die Schaltung hier drin. Aus dem Playground die ganzen Schaltungsmöglichkeiten. Und Automatisierung müsste möglich sein. Das fehlt mir ja auch noch. So, dass man sich irgendwann das Material farmen ein bisschen sparen kann. Bräuchte man dann sowas in der Art wie so ein Trichter oder so, der Sachen auffängt und direkt in Kisten schmeißt. Also so wie in Minecraft, ne? Aber das ist halt eine gute Idee. Das ist halt gerade für so jemanden, der so viel baut wie ich. Da ist das, wo man meistens keine Lust mehr hat, ist dann hier das stundenlange Farmen, Farmen, Farmen. Und da ist es geil, wenn man sich das irgendwie automatisieren könnte. So. Ja, und dann habe ich noch sehr, sehr, sehr viele Ideen. Wir werden auch nochmal ein paar Tierfallen versuchen zu bauen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon letztes Jahr gesagt gehabt. Dass wir uns da mal dran machen. Und jetzt mit der Feuerwerksgeschichte würde ich ganz gerne noch so ein paar Sachen ausprobieren. Aber da brauchen wir erstmal ein bisschen Baufläche, bisschen Bauplatz. Und wie gesagt, das soll ja alles oberirdisch sein. Einmal, weil, so habe ich langsamer gemacht. Ich wollte das Ding drehen, ja. Einmal schon aus dem Grund, wir hätten auch die Hände schon mal voll machen können. Na gut. Einmal aus dem Grund, dass die Tiere uns nichts zerstören können, außer Wespen und Bienen oder Moskitos.
Und halt, weil das eigentlich mal eine geile Idee ist, wirklich mal alles in luftiger Höhe zu bauen, ne? So, und bei den Wegen werden wir uns jetzt nicht wochenlang Zeit nehmen und werden die jetzt erstmal so bauen wie die anderen hier. Irgendwann sollen die so aussehen, ja. Aber mir geht es erstmal darum, mal so grob jetzt eine Planung reinzukriegen, dass wir so eine Richtung haben. Wo geht's überhaupt hin? Wo bauen wir was? Das ist halt hier auf der SkyMap viel, viel schwerer. Weil sonst immer rennt man durch den Garten und baut sich irgendwo an einem Fleckchen einfach sein Haus hin. Aber wenn ich jetzt sage, ich will da hinten ein Haus haben, dann muss ich mich irgendwie nach da hinten bauen, beziehungsweise mich da hinten hochbauen. Und das will ich mir gerade noch sparen mit dem separat hochbauen, weil ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man so verbunden ist mit dem Haupthaus. Ist eigentlich eine coole Sache. Und dann bin ich echt mal gespannt, was wir alles so bauen werden. So, nächste Ladung. Die Hälfte haben wir schon. Das ist genial. Das geht doch schneller wie gedacht. Und dann müssen wir nochmal schlafen gehen. Ja, und wie gesagt, mit den Goldkarten, mit der Spinne und mit dem ganzen Gedöns da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das wird von allein irgendwann. Wir werden so viele Tiere töten müssen. Wir brauchen immer wieder Material, das kommt irgendwann. Da werde ich jetzt nicht mehr gezielt drauf losgehen. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, gerade Pilzauswuchs. Das sind ja schon 3, 4 Folgen. Also wenn ich die Zeit, wie ich nach dem Pilzamulett gesucht habe, alles mal zusammen in eine Folge packen würde, dann sind wir schon 2 oder 3 Stunden nur am Pilzamulett farmen oder suchen. Das ist schon ein bisschen doof. Und deswegen, und das war alles ohne Erfolg, das heißt, da werden wir in Zukunft halt gucken, dass mir das einfach nebenher machen. So wie es kommt, kommt's. Und ich glaube, die Fliege hat da rechts unten noch 2 Geschwindigkeitspunkte dazu bekommen. Den lilanen und den rosanen da. Aber warte mal, das müssen wir, glaube ich, schon mal näher stellen. Hier kann ich es nicht platzieren. Ach komm. Och komm. Na, wir müssen jetzt erstmal pennen gehen. Ja, und gestern in der Folge hatte ich angesprochen gehabt, dass es mal interessant wäre, vielleicht von euch auch zu wissen, was ihr so sehen wollt, was eventuell noch alles auf dem Kanal laufen könnte, wird oder wie auch immer. Und da kam schon ein Spiel zur Debatte, was ich schon auf der Liste habe die ganze Zeit. Und zwar Sunkenland. Das habe ich zwar auch schon gespielt, aber nur privat für mich. Nur ich dachte mir am Anfang, wo wirklich jeder Kanal das gespielt hat und gesuchtet hat, dachte ich mir, nee, da machst du diesmal nicht mit, weil so fühlt sich's für mich immer an, wenn ich privat irgendwie ein YouTube-Video gucke. Gerade in so, wenn gerade jeder YouTuber das gleiche spielt, sage ich jetzt mal, da ist es uninteressant, auch jeden YouTuber zu verfolgen oder. Weil es passiert das Gleiche. Es ist der gleiche Update-Stand. Es ist der gleiche. Im Endeffekt, da gibt es nichts Neues. Und deswegen hatte ich Sunkenland eh schon so ein bisschen zurückgehalten. Weil ich mir von vornherein gesagt habe: Okay, du wartest erstmal einen Augenblick ab, bis das nächste große Update kommt. Weil, wo ich das gespielt habe, waren noch einige Fehler. Also man hat, ich sage jetzt mal, 1 Meter an den Viechern vorbeigeschossen und hat sogar punktgenau im Kopf getroffen oder so irgendwas.
Da waren noch so ein paar Kleinigkeiten drin, wo ich sagte, das ist für ein Let's Play. Ich weiß ja nicht. Ja. Und aus dem Grund habe ich es noch zurückgehalten. Und jetzt im Januar kommt ja ein etwas größeres Update. Ja, und da würde ich sagen, hauen wir uns mal Sanktland rein. Da kann man nämlich auch richtig schön bauen. Und dann sollen ja dieses Jahr noch einige schöne Spiele kommen. Hoffe ich zumindest. Wo wir noch viel Zeit verbringen können. So, wir müssen durch bis zum Sandkasten. Ja komm, was ist denn da los? Halten, um viele zu platzieren. Jetzt macht er es. Seit wann ist da eigentlich der Kreis mit drin? Die haben so ein paar Sachen nochmal abgeändert, was ich hier während meinem Kranksein gar nicht mitbekommen habe, ne? Sehr fies. Aber da seht ihr auch, dass da immer wieder was Neues passiert hier drin. Auch außerhalb der Update-Zeiten. Das war wahrscheinlich jetzt alles im letzten Patch mit drin. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass im Playground hat sich auch einiges getan. Ey, da können wir noch ordentlich Grasplatten holen. Na gut, wir waren jetzt mit dem ersten Stück sehr schnell durch, ne? So, jetzt ist die Frage, wo lassen wir das hinlaufen? Lassen wir es direkt auf den Sandkasten laufen? Vorteil ist, wenn wir es auf den Sandkasten gehen lassen, haben wir schon eine fertige Seilbahn, mit der wir da hochfahren können. Auf die Ebene müssen wir eigentlich nicht unbedingt und auf die Ebene eigentlich auch nicht. Und von hier oben könnte man sich einen Weg irgendwie hier zur Kohle machen. Macht vielleicht Sinn. So sparen wir uns auch den einen oder anderen Weg. So. Das täuscht immer so unheimlich, wie weit noch etwas weg ist. Jetzt sind wir drin. Ja. Drin dran, ja. Sehr geil. Das heißt, wir kommen, jetzt muss ich überlegen, wir kommen dann hier raus. Ist dann die Frage, wie setzt man das schön um? Mit Treppen nach oben und dann zur Seilbahn? Weil vom Winkel her, das müssen wir nochmal gucken. Ah, ist leider heute ein bisschen geplant, aber ohne Plan funktioniert das Ganze nicht. Vom Winkel her, das wäre, würde in etwa da rauskommen und dann macht man einen kleinen Weg rüber zur Seilbahn oder so ein kleines Podest oder so. Und da baue ich irgendwann noch eine Festung rundherum. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht. Das wäre eigentlich mal eine geile Sache. Wir bauen hier eine Festung rundherum. Schön mit Zugbrücke. Oh ja, oh ja. Ihr seht, Ideen kommen und sind immer wieder da. So, hier werden wir jetzt aber tricksen, weil wir machen das jetzt so, dass wir uns überall an die Seiten ab und zu, was weiß ich, alle 20 Blöcke oder so, nochmal 4 Stück dran pinnen, dass wir ab und zu das Stängellager abstellen können. Sonst fliegen wir monatelang hin und her. Weil jetzt steht's auf dem Dach. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier so. Da noch einen hin. Und dann gucken, wie weit wir kommen, bis ich's verrücken muss. Und die Platten machen wir dann wieder weg. Die können wir ja auch versetzen. Das geht ja auch. Können wir dann Stück für Stück mitnehmen. So. Machen wir die erstmal da.
kann ich es nicht. Ah nee, ich muss es ja erst verbauen und dann kann ich es setzen, ja. Hm. Die Geisterfliege, ich finde das so cool. Tschu. So, jetzt holen wir uns nochmal eine Ladung. Das müsste ja alles so gehen. Okay. Und dann machen wir wieder voll. Die Geisterfliege. Ich find's echt cool. Aber beim Bauen, jetzt gerade beim Vorfliegen, ist es ein bisschen blöd gemacht. Fürs Bauen habe ich lieber die. Da bleibe ich lieber mal hängen. Oder wenn ich hier drauf, ich sage jetzt mal, rutsche, kann ich viel besser verbauen, als wenn du aus Versehen jedes Mal durchgehst. So. Wie ich unser Glück kenne. Ah, ist noch alles da. Ich wollte gerade sagen, sind die schon wieder despawned. So. Und jetzt lassen wir aber Hupsi auch noch ein paar nehmen. Weil die können wir ja mit verbauen, wenn sie die in der Hand hat. Beziehungsweise. Eigentlich müsste ich hier unten ein großes Graslager hinmachen. Oder zumindest hier. Unten dürfe ich ja nicht bauen. Was weiß ich, hier auf dem Ast oder so ein riesen Graslager, wo ich mich nur noch mit Hubs reinstelle und mit der Fliege alles verbaue. Weil bis ich das schon allein der Weg, bis ich das in mein Lager gebracht habe. Hm. Obwohl, das könnten wir gerade mit voll machen. Dann verbauen wir halt auch daraus. Aber hier unten muss irgendwo ein Graslager hin. Und dann aber auch ein richtig großes Graslager. Also nicht wirklich nur mit so vier Dingern drin. Das hier ist ja nur so eigentlich das Lager für hier. Wenn ich irgendwas hier im Gebäude baue, crafte oder sonst was. Dafür soll das hier sein. Das soll nicht zum neue Gebäude bauen sein. Und da wäre es vielleicht optimal irgendwo hier mittig. Das heißt, man müsste nochmal einen Weg hier rüber zimmern und irgendwie mittig noch ein Graslager machen. So, dass ich jedes Mal unten drunter das ganze Gras wegkloppen kann. Dann müssen wir mal gucken, irgendwie einen coolen Geheimgang oder irgendwas, wo ich mit der Fliege und ohne Probleme. Wartet mal. Kann ich jetzt mit den Grasplatten auch da durchfliegen? Ey. Krass. Okay, das hat sich dann zum Thema Lager ist es dann ja nochmal geiler. So können wir gut abkürzen. Hm. Das heißt, ich kann wirklich. Oh, ich kann auch in den Boden rein. Oh. Aha. Auch nicht schlecht. Oh, wartet mal. Wartet mal. Da fällt mir jetzt was ein. Wollen wir mal ins Haus gehen? Gucken wir uns mal im Haus um. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ey, jetzt, weißt du, so in den letzten 5 Minuten kommen die dümmsten Ideen wieder. So das Kleinkind, was neugierig ist und alles ausprobieren will. Toll, in den letzten 5 Minuten. Aber das machen wir jetzt. Wir fliegen einmal zum Haus.
Auf dem Weg dorthin gibt es nochmal ein Schlückchen Kaffee. Aber im Haus wird wahrscheinlich nichts drin sein. Nach dem Haus fliegen wir nochmal rüber in den Schuppen. Würde mich mal interessieren. Oh. Oh. Nach dem Haus gehen wir mal die neue Höhle besuchen. Flupp. Flupp. Okay, aber ich denke, im Haus wird nichts sein. Das ist einfach nur ein leerer Körper. Ja. Komplett leerer Körper hier. Gucken nochmal bei der Haustür rein, aber da wird auch nichts sein. Hier haben wir auch eine richtig geile Baufläche, ne? Da habe ich auch noch nie wirklich drüber nachgedacht. Weil es ist eine ebene Fläche und hier oben ist kein Tier. Hier ist weit und breit kein Tier. Ja, also so sieht unser Haus aus. Aber, hahaha, das hätte Obsidian nicht machen dürfen. Jetzt gucken wir mal kurz in die Höhle. Was sich da geändert hat. Es fehlt noch, dass wir mit Fliegen Knöpfe und Hebel ziehen können und drücken können. Aber das interessiert mich jetzt nochmal. Das würde ich ganz gern jetzt nochmal sehen. Und im Schuppen war damals, weiß ich noch, da hat man sich ja immer schön reingeklitscht. Da war damals der Zettel mit diesem Potato-Gesicht drauf. Oder was das ist. Und hier in der Höhle ist es ja, glaube ich, auch drin. Jetzt wird nochmal geguckt. Da ist er. Ist überall Essen. Ach so, das ist ja das, was ich... oh, das... Das despawnt nicht? Das ist noch von der vorletzten Folge. Jetzt der Fliegensound aber weg. Machen wir mal Licht und wir machen mal Geist. Ach, der Geist macht auch nochmal Licht. Wie geil ist das denn? Wartet mal. Boah. Hammer. Ja. Hier ist auch das Bild hier drin. Und so sieht das Ganze im Moment aus. Ist das da hinten? Ach, das ist hier, wo man ja, wo man reintauchen kann. Nicht schlecht. Also das mit der Fliege ist ja eine sehr interessante Sache. Ja. Also ihr habt es jetzt gesehen, da brauchen wir auch nicht weiter zu rätseln, weil da war ich mir jetzt auch nicht sicher. Die Höhle geht noch nicht auf, weil dort noch nichts dahinter ist. Außer das Bildchen. Cool. Weevil hier. Nicht cool. Die macht zwar kein Problem, die haben wir in wenigen Schlägen platt, aber die ist halt nervig. Das ist schon fies. Naja gut, man kann es nur im benutzerdefinierten Modus machen, weil anders kriegt man ja die Fliege nicht. Aber das Fiese an dem Ganzen ist, man kann im benutzerdefinierten mit der Fliege sogar hinter verschlossene Sachen gehen und gucken, ob da ein Zahn liegt oder was weiß ich. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Wie gesagt, das war vorher nur ein reiner Zufall, weil ich die Map abgeflogen bin, weil gestern hatte ich ja noch gesagt, dass ich ein paar Tage nicht gespielt habe und erstmal gucken muss, wie hier der Stand war. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich da hinten sogar schon den Weg angefangen hatte. Naja, egal.
Und da ist mir halt der Geisterumschalter aufgefallen. Ja, komm, wir verbauen jetzt mal schnell wieder. Machen wir den gerade an, dann können wir hier einmal durchfliegen. Aber irgendwo bleiben wir ab und zu dran hängen. Alter, das ist schon geil. Und dass die ein eigenes Licht macht, das ist natürlich auch nochmal cool. Da freue ich mich schon drauf, auf der großen Builders Map wieder zu bauen. Ey, das geht wirklich recht schnell. Aber warum? Ach so, Hoops muss ja daneben stehen. Das geht ja nicht von der Fliege aus. Stimmt. Ja, macht ja gar keinen Sinn. Also blöd. Einfach dämlich. Einfach dämlich. Also müssen wir uns so oder so ein fettes Graslager bauen. Weil wir brauchen hier auf der Map wahrscheinlich tausende Grasplatten. Weil wir müssen uns irgendwie den Untergrund schaffen. Und ja, klar, die Gebäude werden auch mal mit einem Steinboden sein oder sonst was. Aber so erstmal die groben Wege, die grobe Planung wird alles erstmal mit Grasplatten sein. Weil das das einfachste Material ist. Also selbst Holzboden, da brauche ich Seile und Holz. Ja, Lehmboden könnte man machen. Da brauche ich nur, also Tonboden. Brauche ich hier nur den Ton. Ne, stimmt nicht. Da brauche ich auch Kiesel. Oder? War das nur Ton? Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken. Man braucht aber... Ach stimmt, nur Ton. Ach ja, Ton und Kiesel war ja umgekehrt. Die Kieselfundamente brauchen ja beides. Ja, okay. Ja, würde auch gehen, aber alles hier mit Ton bauen, ich weiß nicht. Und wie gesagt, die Grasplatten werden auch irgendwann verschwinden. Das heißt, entweder wird es dann ersetzt durch ein neues Material oder es wird halt nochmal zum Beispiel mit Kieselsteinchen bedeckt oder so. Komm, wir stellen das Lager jetzt einfach hier rein. So. Aber ich würde sagen, das wäre es dann heute für die Folge. Oh ja, wir sind bei fast 33 Minuten. Jo, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen in der nächsten Folge. Ich denke, morgen sollten wir auch den Weg fertig kriegen. Ihr habt ja gesehen, wir sind jetzt dreimal hin und her geflogen. Und haben schon die Hälfte, würde ich behaupten. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir sehr schnell hin. Und dann machen wir uns Gedanken, Holzlager. Wobei, Graslager glaube ich erstmal das Wichtigere ist, weil wir viel Grasplatten brauchen. Aber gut, das kriegen wir dann morgen. Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Video. Bis denn und tschüss.